Sehr geehrter Herr, Herr Botschafter, Herr Alt, Herr Lindner, ich freue mich zunächst einmal und bedarf mich ganz herzlich bei der ganzen Versammlung hier bedanken für die Einladung zu diesem Forum. Ich bin nun nicht der ausgewiesene Experte für Finanzierungsfragen in der Ukraine. Da sind Kompetente gleich noch im Programm. Ich möchte mich mehr mit dem Weg der Ukraine befassen. Wo befinden wir uns? Wie ist die Perspektive? Ist gefragt worden, quo vadis, wo gehst du hin? Aber ich glaube, man muss auch erst mal fragen, wo kommst du her? Da glaube ich, muss man sehen, dass die Ukraine und diejenigen, die auch schon vor der Maidan-Revolution in der Ukraine waren, bis dorthin keine wirkliche Umgestaltung von dem post-sowjetischen oder sowjetischen System geschafft hat. Die Anfänge in der Orangenrevolution sind unter Janukowitsch zu einem großen Teil zurückgedreht worden. Und wenn man das System bis 2014 richtig beschreibt, dann kann man sagen, over-centralized and under-governed. Und das sind die Probleme, die 2014 gelöst werden mussten, allerdings in einer Situation, in der das Land ökonomisch über die Energieimporte und durch den Außenhandel außerordentlich stark von Russland abhängig war. Wenn Sie sich die Außenhandelsbilanz ansehen von 2013 davor, sehen Sie, in welchem Maße Russland das Land politisch und natürlich auch ökonomisch determinierte und auch sich nie mit der Unabhängigkeit der Ukraine wirklich abgefunden hat. Umso höher ist es zu bewerten, dass eine der wichtigsten Reformen 2014 eine konsequente Dezentralisierung und die Einführung einer wirklichen kommunalen Selbstverwaltung nach europäischem Muster war. Dadurch balancierte man die herkömmliche Top-Down-Organisation mit einer starken Bottom-Up-Organisation. Und es ist ja schon von Minister Sajenko gesagt worden, es sollte eben nicht alles in Kiew oder in der zentralstaatlichen Verwaltung entschieden werden, sondern soweit möglich und sachgerecht durch die kommunale Ebene, durch die Bürger unten und auch innerhalb des Staatssektors sollte dezentralisiert werden. Nach meinen Erfahrungen in Ostdeutschland ändert gerade diese Veränderung der Dezentralisierung auf Dauer die Geisteshaltung der Bürger, aber auch der Verwaltung. Insoweit ist das eine ganz strategisch wichtige Entscheidung. Der Bürger erwartet nicht mehr alles heil von oben wie ein Untertan, sondern begreift, dass er sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann und Selbstverantwortung tragen muss, also ein bündiger Bürger wird. Und das ist auf der Gemeindeebene am einfachsten. Hier hat die Ukraine in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Sowohl auf dem Lande als auch in den kleinen und mittleren Städten hat man das Angebot angenommen, durch Fusionen leistungsfähige lokale Verwaltungen zu bilden, denen dann Geld und wichtige Kompetenzen übertragen worden sind. Zum Beispiel bekommen die Gemeinden heute 60% des lokalen Aufkommens der Einkommensteuer, gewisse Gebühren und auch Verbrauchsteuern. Nach der Neuordnung der Stadt-Umland-Beziehungen bei den Großstädten, das muss noch durch Gesetz geändert werden, wird auch dieses Problem gelöst. Die Bürgermeister und die Gemeinderäte begreifen nach und nach, das dauert natürlich Zeit, dass für ihren Erfolg das Wohlergehen der lokalen Wirtschaft wichtig ist. Diese Tendenz verstärkt sich weiter, wenn wie geplant Planungsrecht und ein Teil des staatlichen Grundbesitzes auf die neuen Gemeinden übertragen werden. Sie werden so zu Partnern der Wirtschaft und der Investoren aus dem In- und Ausland und vor allen Dingen nicht für die Großindustrie, die hat andere Wege, sondern vor allen Dingen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sowohl die ukrainischen wie die Auslandkommenden. Aber es gibt natürlich auch Widerstand, denn bei jeder Reform gibt es Gewinner und Verlierer. Und man muss auch natürlich auch über die Verlierer reden, denn diese Veränderung auf der kommunalen Ebene erfordert zwingend weitere Veränderungen, zum Beispiel auf der Kreis- bzw. also auf Rajon-Ebene und letztlich auf der Oblast-Ebene und auch innerhalb des Staatsapparates selber. Das sind Folgeveränderungen, die jetzt anstehen.
Zum Beispiel läuft eine sehr interessante Veränderung im Augenblick im Bereich Bildung und Gesundheit, wo auch versucht wird, zu dezentralisieren. Ich finde, es ist der richtige Weg, zu tiefgreifenden Veränderungen zu kommen. Und natürlich wird es auch hier Verlierer geben. Und vor allen Dingen, nicht alle diese Veränderungen werden von der Bevölkerung sofort eingesehen und akzeptiert. Das ist anders als bei der eigentlichen Dezentralisierung im kommunalen Bereich, wo überwiegend nach den Meinungsumfragen die Bürger positiv gestimmt sind. Wenn eine Reform wirklich populär in der Ukraine ist, dann ist es die Dezentralisierung, nicht die Erhöhung der Energiepreise, die auch notwendig war. Das findet der Bürger nicht so gut, verständlicherweise. Und deswegen ist es auch richtig, dass sowohl der Präsident als auch der Ministerpräsident die Dezentralisierung nach wie vor als eine der Kernaufgaben der Regierung begreifen. Natürlich ist der Weg noch lang. Und das weiß ich durch die Veränderung vor 25 Jahren in Ostdeutschland und auch aus unseren östlichen Nachbarländern, den Polen oder den Tschechen. Wir reden über längere Zeiträume. Und nichts wäre fälscher als in diesem Zusammenhang, als den Zeitfaktor zu unterschätzen. Denn sonst hat man immer nur Misserfolge. Man muss also auch hier realistisch sein. Und das darf ich auch hinzufügen, bitte beachten Sie, dass diese tiefgreifenden Änderungen in einer Zeit einer dramatischen außenwirtschaftlichen Umorientierung stattgefunden hat und eines andauernden militärischen Konfliktes, der das Land enorm viel kostet und vor allen Dingen auch, das sage ich mal hier in aller Deutlichkeit, nach wie vor schwer traumatisiert hat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie also unsere Veränderungen in Deutschland unter diesen Umständen hätten durchgeführt werden können, die jetzt die Ukraine nun zusätzlich bewältigen muss. Also, es ist schon gesagt worden, nicht nur die Dezentralisierung ist ein großer Erfolg, auch die Wirtschaft, die sich 2014 im freien Fall befunden hat, ist stabilisiert worden, makroökonomisch. Die Wechselkurs der Hryvnia ist halbwegs stabil geworden. Das Bankensystem ist allerdings mit enormen Kosten stabilisiert worden. Das ist schon etwas. Und vor allen Dingen die außenwirtschaftliche und insbesondere energiepolitische Abhängigkeit von Russland ist beendet worden. Wenn Sie sich die Handelsbilanz heute ansehen, werden Sie feststellen, dass der Austausch mit Russland nur noch einen geringen Teil der Außenhandelsbilanz betrifft. Die Ukraine hat sich, was ich kaum für möglich gehalten habe, 2040 innerhalb weniger Jahre umorientiert nach Westen bzw. Süden. Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Auch da sollte man nicht drüber schweigen. Die Reformen von Justiz und Polizei kommen nach meiner Meinung nur schleppend voran. Hier wäre sicherlich noch mehr Tempo vonnöten, denn gerade für Investitionen ist die Rechtssicherheit wichtig. Ein Unternehmer liebt nichts weniger als Unsicherheit. Er hat schon genug Unsicherheit über seine Investitionen, wenn der Staat noch die Unsicherheit erhöht durch eben eine nicht funktionierende Justiz- und Staatsverwaltung, dann macht das das Leben schwerer und im Zweifel wird weniger investiert. Auch die Korruption ist nach wie vor unerträglich hoch, wenn man die Maßstäbe von Transparency International sieht, merkt man, dass da doch erheblich Luft nach oben in Richtung Verbesserung möglich ist. Aber auch hier gilt, nicht nur die Forderungen von außen, die konditionierten Hilfen und die selbstgesetzten Ziele aus dem EU-Assoziierungsabkommen, sondern auch der zunehmende innenpolitische Druck einer sich entwickelnden und selbstbewussten Bürgergesellschaft verändern das Land Schritt für Schritt. Und ich glaube, letztlich ist es das Letzte, was nachhaltig wirken wird. Nicht die Einflüsse von außen, die mögen Anstöße geben, aber letztlich muss die Ukraine sich selber reformieren durch ihre eigenen Bürger. Und ich glaube, das geschieht Schritt für Schritt. Wir können dazu beitragen, wenn wir uns für und in der Ukraine engagieren und dem Land eine europäische Perspektive geben. Und hier sage ich ganz offen, weil ich ja kein politisches Amt mehr habe, dazu gehört natürlich auch eine mittelfristige Mitgliedschaft in der Europäischen Union und auch die volle Öffnung der Märkte gegenüber der Ukraine. Denn
wer in die Ukraine als deutsches Unternehmen verkaufen will, muss natürlich genauso interessiert sein, dass die Ukraine auch das Geld verdient, indem man auch entsprechend importiert. Denn nur so macht das Geschäft auf Gegenseitigkeit Spaß. Also eine einseitige Möglichkeit ist für ein Unternehmen zwar machbar, aber für die Volkswirtschaften nicht. Und deswegen ist, glaube ich, auch gerade die Produktion in der Ukraine und der Import nach Europa von großer Wichtigkeit. Und da ist nicht nur das Thema Automobilzulieferung, da ist das ganz einfach. Das haben wir erlebt. Zuerst in Ostdeutschland, dann von Ostdeutschland zu unseren osteuropäischen Nachbarn. Und jetzt geht es weiter. Und wenn man jetzt eben sieht, wie sich meinetwegen die Automobilindustrie in Polen oder in der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Ungarn entwickelt hat, dann ist das an sich genau die Perspektive und die Hoffnung, dass sich weiteres ergibt. Denn eins ist ganz klar, wir werden in Deutschland immer weniger Wertschöpfung im Automobilsektor betreiben können. Und wir sind auch darauf angewiesen, um wettbewerbsfähig zu sein mit unseren Nachbarn. Und das heißt jetzt auch, mit der Ukraine stärker zusammenzuarbeiten. Deswegen glaube ich, es liegt in unserem Interesse, die Ukraine zu unterstützen und in ihrem Weg zu begleiten. Denn das sage ich auch, von hier bis Lemberg ist es weniger Luftlinie als 800 Kilometer. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, das ist was unserer Nachbarschaft, und was dort passiert oder eben auch nicht passiert, wird Deutschland genauso betreffen. Und deswegen haben wir auch ganz egoistisch, selbst egoistisch, ein Interesse an einem guten Weg der Ukraine im politischen Bereich und im ökonomischen Bereich. Vielen Dank.